Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es im Grunde mal um zwei unterschiedliche Themen gehen. Zunächst einmal möchte ich der Frage auf den Grund gehen, was denn heute noch in GTA Online passieren wird. Und außerdem befindet sich hier in diesem Video die nächste Umfrage zum nächsten Auto, welches wir kostenlos an euch verteilen werden, da wir gestern in meiner WFG Giftcast to Friends Community die 18.000 Mitglieder erreicht haben. Ich würde aber sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit der Frage, was passiert denn heute in GTA Online? Und zwar ist es ja so, dass am Dienstag, der Tag, wo ja immer die kleinen Updates in GTA Online erscheinen, nichts passiert ist in GTA Online. Und das lag daran, dass Rockstar Games die aktuelle Eventwoche eben bis heute verlängert hat. Das Ganze hat auch wirklich einen guten Grund, Freunde, denn wie wir ja alle wissen, erscheint ja immer am Dienstag ein kleines neues Update in GTA Online und donnerstags erscheint immer so ein kleines neues Update in Red Dead Redemption 2 bzw. in Red Dead Online. Aber wie es jetzt nun aussieht, hat Rockstar Games jetzt diese beiden Termine sozusagen vertauscht, denn die neuen Updates in Red Dead Online erscheinen ab sofort jetzt immer dienstags und die Updates in GTA Online erscheinen ab sofort immer donnerstags, wie es jetzt aktuell aussieht. Denn am Dienstag gab es halt eine neue Eventwoche bzw. ein kleines neues Event in Red Dead Online, bei dem ihr einige gute Rabatte bekommt bzw. einen guten Rabatt. Und zwar gibt es in Red Dead Online in dieser Eventwoche, in diesem kleinen Update in Red Dead Online jetzt 25% Rabatt auf alle Tonicums, die ihr euch in Red Dead Online kauft. Und da Rockstar Games jetzt eben diese Termine vertauscht hat, haben wir halt am Dienstag in GTA Online halt nichts bekommen und die aktuelle Eventwoche wurde halt bis heute verlängert. Und das bedeutet, Freunde, dass heute definitiv mal wieder etwas in GTA Online passiert. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir heute wieder ein kleines Update in GTA Online erhalten werden. Und zwar werden wir dann in Form dieses kleinen Updates heute höchstwahrscheinlich ein neues Auto in GTA Online erhalten. Und da wäre jetzt nun eigentlich der Vamos dran, weil die Reihenfolge der Fahrzeuge, in der Rockstar Games diese Fahrzeuge ja veröffentlicht, wurde ja bereits geleakt und da ist jetzt der Vamos dran. Der Vamos ist ein Klassiker und diesen könnt ihr ja auch hier gerade schon im Hintergrund sehen, falls ihr jetzt nicht wisst, welches Fahrzeug der Vamos ist. Im Übrigen habe ich ja auch schon vor einigen Wochen ein extra Video hochgeladen gehabt, wo ich euch alle unveröffentlichten Fahrzeuge aus dem Arena War DLC einmal vorgestellt habe. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen, falls ihr jetzt schon mehr über den Vamos wissen wollt. Wie gesagt, Freunde, ich gehe persönlich davon aus, dass wir heute den Vamos neu in GTA Online erhalten werden und zusätzlich gehe ich ganz, ganz stark davon aus, schon fast zu 100%, dass wir heute dann eben eine neue Eventwoche erhalten, in der wir dann wieder neue Geldboni in GTA Online erhalten werden und neue gute Rabatte. Eventuell gibt es auch in dieser Eventwoche wieder ein kleines Geschenk von Rockstar Games an uns, da wir mit dem Arena War DLC sehr, 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 sehr viele unveröffentlichte T-Shirts mit heruntergeladen haben. Und deshalb kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es dann heute in dieser Eventwoche dann auch wieder ein neues T-Shirt geben wird, wenn denn diese Eventwoche heute startet. Also halten wir fest, Freunde, heute startet definitiv eine neue Eventwoche und höchstwahrscheinlich wird dann heute der Vamos neu in GTA Online erscheinen. Aber was denkt ihr denn, Freunde, was passiert heute in GTA Online? Wird der Vamos erscheinen? Werden wir eine coole neue Eventwoche bekommen? Schreibt mir das Ganze jetzt einfach mal unten in die Kommentare, denn das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. So, kommen wir jetzt aber zum zweiten Thema dieses Videos hier, denn wir haben gestern in meiner WFG Giftcast to Friends Community im PSN die 18.000 Mitglieder erreicht und wir haben ja gesagt, das nächste kostenlose Auto werden wir bei 18.000 Mitgliedern dann an euch verteilen bzw. es euch dann schenken und genauso wie beim letzten Mal haben wir uns jetzt auch wieder gedacht, dass wir euch jetzt wieder drei Autos aus dem Arena War DLC zur Auswahl stellen, wo ihr jetzt wählen könnt, welches Fahrzeug ihr denn jetzt gerne haben wollt und da stehen jetzt zur Auswahl erstens einmal wieder der Vapid Cliqué, dieses Weihnachtsgeschenkauto, genau schon wie beim letzten Mal. Dann der Impala, dieser schöne Klassiker aus dem Arena War DLC, der ja auch schon beim letzten Mal zur Auswahl stand. Und der Scramjet aus dem After Hours DLC, also dieses Speed Racer Auto. Wie gesagt, Freunde, ihr könnt jetzt gerne hier oben rechts im Video auf das i klicken und an der Umfrage teilnehmen, welches Auto denn ihr jetzt heute dann gerne haben wollt. Und dann werden wir ab heute Abend dieses Auto für euch in meiner WFG Giftcast to Friends Community an
euch verteilen. So, das soll es jetzt aber jetzt auch schon mit diesem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe mal, dass ihr jetzt ordentlich abstimmen werdet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns heute Abend oder morgen im nächsten Video wieder. Wir sehen uns dann heute Abend beim Autos verteilen wieder, Freunde. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar, denn das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ansonsten, wenn du gerade hier neu auf diesem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.